Münchner Norden liegt unsere Stadt, die starke Fußballspieler hat. In Garching spielt der VfR, für ihn schlagen Herzen immer. Herzlich willkommen zum VfR TV. Ich darf begrüßen neben mir Manuel Eisgruber. Hallo Manuel, grüße dich. Hi. Manuel hat gerade unterschrieben für die nächste Saison. Herzlich willkommen in der VfR-Familie. Dankeschön. Manuel, du spielst momentan für den FC Pippenried. Richtig, ja. Nächste Saison ja endlich ein Schwarz-Weißer. Was glaubst du, ist für den VfR Garching diese Saison noch drin? Ich denke, dass sie aufsteigen. Haben jetzt eine gute Runde bisher gespielt. Ich denke, jetzt das Topspiel haben sie auch gewonnen und sieht bisher gut aus. Also du würdest dich sehr darüber freuen, wenn ich es raushöre, Regionalliga zu spielen. Auf jeden Fall, logisch. Wie kam das Ganze zustande? Wie hast du den Kontakt zum VfR Garching? Wie ist das zustande gekommen? Und dann anschließend, warum hast du dich für den VfR entschieden? Ja, der Daniel hat mich schon im Winter kontaktiert und wir haben uns dann nach dem Spiel im Frühjahr zusammengesetzt und haben mal darüber geredet, ob ich mir den Wechsel vorstellen könnte, und habe das dann gut überlegt und denke ich, ist der richtige Schritt jetzt auch. Ja. Also ist es über Daniel quasi zustande gekommen, okay. Und warum jetzt VfR? Warum meinst du, wäre das für dich eine Alternative? Ist auf jeden Fall, denke ich, nochmal ein Schritt höher für mich auch persönlich. Ist eine gute Mannschaft. Ich kenne den einen oder anderen auch von früher schon, gegen die ich gespielt habe. Und ich denke, da können wir auch nächstes Jahr, ob Regionalliga oder Bayernliga, nochmal eine super Rolle spielen. Dann hoffe ich doch, dass du vielleicht nicht wie diese Saison so unangenehm auffällst, weil du gegen uns getroffen hast, sondern nächstes Jahr dann für uns die Tore machst. Vielen Dank, dass du Zeit hattest. Herzlich willkommen nochmal und noch eine gute Saison. Danke dir.